Tag zusammen. Heute nicht aus dem Blog, sondern heute mal von mir, dem Kartoffelkäfer Dirk, eine Empfehlung. Holt euch die Dauerkarte. Die Walli hat ja eben ein Video gepostet, wo sie auch das aufgerufen hat. Inspiriert durch die ganzen Promi-Videos, die ja zurzeit bei Alemannia gepostet werden und animieren sollen, dass man sich eine Dauerkarte holt. Fand ich ganz toll von der Walli und da habe ich mir gedacht, da machst du auch ein kleines Video und animierst vielleicht weitere Leute, vielleicht auch ein kleines Video zu machen und das auch zu posten. Denn 5000 ist das Ziel von den Dauerkarten. Es ist sehr ambitioniert, das wissen alle. Aber es ist nicht unmöglich. Auch wenn wir jetzt erst 730 Dauerkarten verkauft haben, da geht natürlich viel, viel mehr. Aber wir sollten doch gucken, dass wir in diese Richtung hinkommen. Denn der Sportetat ist gedeckelt. Da kommt vielleicht noch ein bisschen oben on top drauf. Aber das hier, das ist Cash in the Tech für die Alemannia. Damit kann sie sofort planen. Und deshalb können auch wir unseren Teil dazu beitragen, dass noch der eine oder andere Spieler kommen kann. Denn wir haben alle mal keine Lust, wie letztes Jahr unten rumzudümpeln, sondern wollen ja schon mal wieder ein bisschen höher kommen. Ne? Aufstieg ist zwar jetzt kein Thema diese Saison, aber vielleicht können wir die Grundlage legen, dass wir vielleicht übernächste Saison den Angriff mal starten können. Und wie gesagt, habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wir Fans, wir sind ja der beste Investor des Vereins. Weil wir sind immer da, wir sind immer treu, spielt die Mannschaft scheiße, sind wir zwar angepisst, aber wir stehen immer hinter dem Verein. Und ich denke, da kann es einen Investor gar nicht geben, der so gut ist wie wir. Natürlich hat der mehr Kohle, aber das ist auch Kohle. Und die ist fest und die ist auch sicher. Deshalb holt euch eine Dauerkarte, geht zum Fanshop und holt sie euch, wenn ihr noch keine haben solltet, animiert andere, sich auch eine zu holen. Und es ist vollkommen egal, ob es der S-Block ist, ob es der W-Block ist, ob es der O-Block ist, ob es die VIP-Lounge ist, was sogar noch besser wäre. Oder ein Business Seat, vollkommen egal. Jede Dauerkarte zählt. Und hören auch vielleicht auch diese Statements immer auf, wenn wir irgendjemanden hier vorstellen als neue Verpflichtung. Der kommt von einem Absteiger. Der war lange verletzt gewesen. Ja. Ne, ich finde das persönlich immer zum Kotzen, wenn man schon Leute verurteilt, die nach hier kommen, vorgestellt werden, die noch keine einzige Sekunde gegen den Ball getreten haben. Ne? Aber es ist ein anderes Thema. Das ist das wichtige Thema. Und dann die ganzen Meckerer, geht euch eine Dauerkarte holen. Dann könnt ihr dann mit dazu beitragen, dass dann vielleicht mal Spieler kommen von einem Aufsteiger. Nicht aus der Oberliga. In diesem Sinne, macht es gut, holt euch die Dauerkarte und ich zähle auf euch.